ein. Also es ist mindestens so verschachtelt und verwirrend wie Burg Alamos. Nur, dass man durchgehend Schaden bekommt durch die Strahlung. Und die Gegner wesentlich härter sind. Okay, und es sind keine Bäume da, mit denen wir sprechen wollen, aber sonst ziemlich ähnlich. Da, richtig? Ja. Also, ja. Du machst immer schön zwischendurch eine Heilung. Abkürzung? Sackgasse. Oder? Wir wollen möglichst weit runter, denke ich. Ah, runter. Okay. Noch eine Sackgasse. Was ist das für ein Reaktor, wenn überall Sackgasse... Egal. Wir müssen einfach nur zurechtkommen. Oh. Da. Lauf, 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 lauf. Du. Heilung. War der Gang gerade... Nee. Obwohl... Wenn man auf die Minimap guckt... Könnte das sogar richtig sein. Ja, hier war er noch nicht. Okay. Du. Heilung. Weg. Weg. Da ist eine Kiste mit hoffentlich noch so einem Schädel. Weg mit dem. So. Du. Da, da. Nein. Kein Schädel und das ist genug Gold. Das, da musst du nicht meckern. Gut des ersten Offiziers. Oh, das müsste denn Kapotsk sein oder so. Kekops. Okay, Kekops. Kekops. Also Spock. Da hinten. Du bist... Entzieht dem Ziel TP oder höhere Waffengeschwindigkeit. Das ist aber nicht so gut wie der andere. Ist leicht zugemüllt bei ihm. Atlas. Spezialkraft 100 Stärke minus 40 Reaktionen. Brief ans Nergel. Oh, das geht gar nicht. Okay, dann anders. Anders. Die werden eh alle verkauft. Ist alles Armageddon? Nein. Ist sogar alles sinnvolle Sprüche, okay. Fliegen, Stern, Feuer, schwere Zauber. Ja, ist gutes Zeug dabei. Wobei man zu diesem Zeitpunkt im Spiel das eh schon alles hat. Atlas da. Ein Zauberbogen kann drin bleiben und Wassertempelschlüssel. Sehr gut. Ich glaube, genau diesen Raum sollten wir unten finden. Heißt aber nicht, dass wir uns nochmal ganz kurz umgucken können, in der Hoffnung, dass hier doch noch irgendwas ist, wie noch so ein Schädel. Was? Was zur Hölle? Du? Was ist das eigentliche Raumschiff? Da will ich rein. Du? Setz bitte ein Leuchtfeuer. Wir überschreiben das Orakel. Das dauert nicht so lange, dahin zu kommen. Das ist ein noch abgefahrenes Geräusch, ist das Dröhnen von den Kristallen. Nee, jetzt ist da kein Geräusch mehr. Da war eben eins. Ich hab's genau gehört. So, du spring bitte zurück zum... Da. Und öffne die Tür hier. So, das ist nicht der Wassertempel. Die Tür da hinten war der Wassertempel. Boah. Und eigentlich sollte man zwischendurch nochmal schlafen. Oh, na gut. Kriegen wir hin. Wir müssen nur da rein und es fehlt noch Pille. Also medizinischer Offizier. Dann können wir uns eventuell hochteleportieren. Was auch wieder eine schöne Anspielung ist. So, du hoch. Ab in den Wassertempel. Karlik.
So klar, dass wir gleich den Gegnern zugeschmissen werden. Hier ist nix. Ah. Hauen, 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 hauen. Weg mit dir. Weg mit dir. Und hier ist gar nichts. Das ist nur der Weg nach unten, nicht hier. Ihr könnt mir ruhig gleich eine Truhe geben. Ich muss hier gar nicht... Wir waren schon wieder Glitsche. Ich muss hier gar nicht großartig was machen. Jo, sehr schön. Genau, genau so wollte ich das. Kann ich jetzt die Truhe plündern. Kann gucken, ob wir einen Stufenaufstieg haben und ein Paradiestal springen und sonst einfach irgendwo in der Weltgeschichte schlafen. Noch ein Kristallkopf, sehr gut. Kriegst du? Ich weiß nicht. Plus 10 auf alle 7 Attribute. Das ist ein guter Gürtel. Schlüssel zur Bücherreittruhe. 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 Das heißt, da müssen wir auch gleich wieder hin zurück. Oh. Reaktion plus 24 klingt gut. Ulus. Also Zulu. Los. Da rein. Gut. Also wir haben jetzt schon mal noch einen Kristallschädel. Wobei ich glaube, den Kristallschädel sollte nicht Girugon haben. Der hat eh viele Trefferpunkte, sondern jemand anders. Stufenaufstieg? Fragezeichen? Ja. Und wir könnten sogar genug Gold haben. Also gehen wir einfach von hier weg. Zurückrufen dahin. Geschlossen. Geschlossen. Ja, okay, dann schlafen. Geschlossen. Psst. Freut mich. Gute Nacht. So. Willst du eine weitere gute Arbeit? So, 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 so. Platz machen. Ganz wichtig. Weg, 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 weg. Weg, weg. Danke. Das kannst du behalten. Plus 7 auf alles ist besser als plus 10 auf nur 1. Das kommt weg. 24 Reaktion. Nö, ist nicht besser als das. 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 Kommt also auch weg. Verdoppelt Schaden gegen Dämonen. Ja, doch, behalt die mal. Rest ist okay. Gut, du... Fackellicht. Du, das da, das da. Wir kommen nämlich ziemlich gut voran. Wir springen jetzt gleich zurück. Ich werde auf keinen Fall einen Aufnahmestopp machen, sonst vergesse ich zigtausend Verknüpfungen, die wir gerade haben. Also wo wir hin müssen, wo wir schon waren und so. Jetzt wird getötet. Du. Da. Du. Den da. Du bring uns zurück nach... Wassertempel waren wir gerade. Wir müssen zurück zur Bücherei. Die Bücherei war wo? Zurückrufen. Nicht hier. Wir müssen von hier aus zurück in den... Was ist nicht zurück? Da ist was hellblaues. Was da? Hier sind wir in den Reaktor runtergesprungen. Hart mal. Hier sind wir unter dem Reaktor. Können wir da wieder hochspringen? Ich denke nicht, dass wir so hochspringen können. Oh, doch, geht. Zumindest ansatzweise. Hier ist nichts. Warte mal, springen wir wieder hoch. Oh, das... Okay, da wollen wir hoch. Nein! Nee. Nein. Man darf nicht zu früh drücken, sonst drückt man gegen die Wand. Ich probiere es mal von hier. Ne, okay, da kommen wir leider nicht hoch. Das ist schade. Von hier aus... Nein. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg nach oben finden oder uns raus teleportieren. Ich bin dafür, kurz zu versuchen, einen anderen Weg zu finden. Also hier manuell quasi. Vielleicht finden wir ja noch ein, zwei von den Kristallen.
Also den Kristallschädeln. Wir finden Erfahrungspunkte und Gold. Klar, what? So. Alles. Ja, so. Hier ist nichts. Okay. Ein Raum voller Gegner, der nach oben geht. Ignorieren wir mal die Gegner und gehen nach oben? Nee, ich wollte eigentlich heilen. Du. Heilen. Lauf, 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 lauf. So. Du. Sprung. Du bist jetzt eine von den Türen, die wir vorher nicht öffnen konnten, ne? Wow. Das ist jetzt. Das sind vier Wege, die auf einen Bildschirm passen. Okay. Gehen wir den Marmorplatten nach. Ganz, ganz nach oben. Oh, hier gibt es wirklich mehrere Zwischenetagen. Ja, nee. Ganz, ganz, ganz nach oben. Weg mit euch. Wir können ganz nach oben gehen, nur um nach unten zu springen. Sehr, sehr. Wo landen wir? Unten. Okay. Macht Sinn. Hier ist gar nichts. Also von den vier Gängen sind zwei quasi Sackgassen. Und das führt jetzt wieder zurück in den Djinn-Bereich. Also hier waren wir definitiv schon, weil Gegner tot sind. Ah, nee, doch nicht. Weg. Komm schon. Nahkampfschaden. Nahkampfschaden. Und. Na komm schon. So. Wir dürfen sogar schlafen. Du. Das. Du. Das. So. Also eigentlich suche ich die Bücherei. Die Bücherei war. Ich glaube, die war im Wassertempel. Da könnten wir uns also ganz schnell hin teleportieren, eigentlich. Ja. Ja, auch uneigentlich. Du. Zurückrufen dahin. Geht immer noch nicht auf. Sehr komisch. Genau, so da rein, zur Bücherei, die Kiste öffnen. Da finden wir dann wahrscheinlich. Illip oder Lab. Oder so. Also die Verstückelung von Pille. Und da müssten wir langsam alle wichtigen Charaktere haben auf der Brücke. Hm? Außer irgendein Redshirt. Oh, das wäre cool, wenn sie ein Redshirt mit einbringen würden. Du. Fackel ich. Du. Den da, falls wir ihn noch nicht hatten. Und du. Sprung. Darum. Ne, hier war nur. Ja, nee, hier war keine Bücherei. Es war also ein Schritt vor der Bücherei. Quatsch, vor dem Wassertempel. Da war doch nur die rote Tür, oder? Du Leuchtfeuer zurückspringen nach. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das hier ist das. Können wir euch jetzt. Warte, wir haben jetzt ja die. Das war nur der Fahrstuhl. Ne. Okay, wir müssen zuerst das. Wir müssen zuerst die Passwörter irgendwo eingeben. Und dann werden die hier wohl fest freigeschaltet. Schade. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit runterrasseln. Nicht Krankheit heilen. So. Wir müssen jetzt hier mit runterrasseln, der wieder den langen Gang lang, ganz bis zum Eingang von dem Dungeon und dann
Durch die rote Tür? War das überhaupt da?